Leute, ich habe euch in diesem Video den Season 7 Battle Pass gezeigt und tut mir auf jeden Fall leid, an manchen Stellen kann sein, dass es ein bisschen durcheinander ist. Ich bin immer noch gehypt. Mein Blutdruck ist immer bei 390, keine Ahnung. Cooler Battle Pass, seht euch einfach an und schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung unten in die Kommentare. Let's go! Hallo und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Leute, der Battle Pass ist endlich raus. Die neue Season hat pünktlich um 12 Uhr, glaube ich, pünktlich gestartet. Und Leute, ich habe jetzt zwei, drei Runden bis jetzt gespielt und ich muss sagen, diese Season ist die beste Season aller Zeiten. Es ist so cool, es macht so viel Bock. Die Flugzeuge, es ist richtig nice, Leute. Es ist wirklich richtig nice. Und wir werden uns heute in diesem Video den Battle Pass ansehen. Und später kommen auf jeden Fall noch mehrere Videos. Ich werde heute so viele Videos hochladen. Und in diesen Videos werden wir, werden wir komplett die Season 7 auseinandernehmen und drüber reden. Und weiß der Geier. Und ich muss ganz kurz sagen, ich guck mal. Nee, gut. Ich habe mir jetzt das 2800 V-Bucks Paket geholt, weil ich ganz ehrlich sagen muss, weil mir der Battle Pass so gut gefällt. Und ich habe den Battle Pass gesehen. Das ist jetzt, sag ich mal, wie so eine Live-Reaction. Weil ich habe die Stufen nur gekauft, habe bis jetzt einen Skin ausprobiert. Und wir sehen uns jetzt einfach selber an. Leute, auf Stufe 1 kriegt man hier zwei legendäre Skins. Unter anderem einmal den Zenith-Skin. Und ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Was ist das bitte für ein Skin? Das sieht so heftig aus. Was ist das bitte für ein Skin? Epic Games, was habt ihr gemacht? Dann der Lux-Skin. Auch richtig cooler Skin. Die Stufe sammeln. Oh Mann, mir gefallen die Skins so gut. Wirklich richtig nice, dass Epic Games hier rausgehauen hat. Und holy moly, wirklich richtig krass. Hier haben wir noch ein paar GGs, Schneemann, Praise und so alles. Ein paar kostenlose, was das, also das ist ein Banner-Symbol wieder hier. X4 Sturmschwinge, das ist das neue Flugzeug. Und dann, Leute, ich hab's mir schon gedacht. Es sind, haltet euch fest, Lackierungen für eure Waffen und Fahrzeuge reingekommen. Holy moly! Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe es. Leute, ich muss leveln. Am Wochenende leveln, 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 leveln. Das Gute ist, ich habe morgen keine Schule, ich habe morgen frei. Ich muss einfach leveln. Ich muss leveln. Ich muss Battle Pass Stufe 100 unbedingt diese Season erreichen und alle Skins mir voll leveln. Holy moly! Das sieht so krass aus. Und wir sind gerade erstmal auf der Seite 1. Und das hier ist wirklich der beste Country, den ich bis jetzt gesehen habe. Den Schneeflocken-Country. Ich liebe den Country, wirklich. Der ist so nice und ich kann nicht mehr. Dann perfekter Geschmack hier. Ein richtig cooles Rückenaccessoire. Gefällt mir richtig gut. Und ja, dann eisiges Herz hier auch noch ein Emoticon. Dann hier noch ein paar Sprays und wieder 100 V-Bucks hier. Dann festliche Verpackung, auch was soll ich dazu sagen? Auch ein Waffenskin, der gefällt mir jetzt nicht so, aber trotzdem richtig nice hier in der Lade, das Banner-Symbol. Dann Lebkuchen, 100 pro werden die wieder reinkommen. Ich wollte es wirklich so feiern, weil ich unbedingt beide Lebkuchen Leute mir holen werde. Dann hört ihr ja schon im Hintergrund die festliche Musik. Das ist meine Musik, die ich jetzt bis jetzt freigeschalten habe. Und ich finde die ganz entspannt. Die ist sehr schön und ja, kann man sich auf jeden Fall auch anhören. Hier, das ist einfach. Das ist einfach, sage ich mal, so wie ein kleiner Teaser. Genau wie mit den Schooltroopers gewesen war, dass der Lebkuchenmann einfach wieder reinkommt. Dann seicht, was seichter Applaus. Auch richtig cool. Ist halt was anderes und dann ihr taktischer Schlitten. Holy moly. Was ist das bitte für ein Gleiter? Was ist das bitte für ein Gleiter? Erklärt mir das. Und wir sind auf wir sind auf Seite 2. Wir haben so einen Gleiter. Ich kann nicht mehr, Leute. GG-Kranz. Dann hier noch 200 V-Bucks. Und dann haben wir die neue Tierart. Und zwar das Rad. Und zwar den Hamster. Richtig nice auch. Kohlesack auch richtig gut und gefällt mir auch sehr cool.
und ich weiß nicht, was ich hiervon halten soll. Auch einer der besten Contrails. Ich muss ganz ehrlich sagen, der gefällt mir sogar noch ein kleines Stück besser als der Eiskrist, also als der eine hier von. Ah, muss ich sehen, wer mir besser gefällt. Fahrtranzen auch richtig, richtig cool. Und Leute, ich kann nicht mehr. Jetzt kommen wir zu einem Skin, den ich sehr, sehr langweilig in den Leaks fand. Aber jetzt finde ich den richtig krass. Sergeant Winter. Oh mein Gott. Das müsst ihr auf euch wirken lassen, wie man die... Man kann den Kopf verändern. Was ist das? Das ist nicht mehr normal. Wir kommen zur nächsten Seite, und zwar haben wir ja 5% Freunde EP Boost, dann hier Lebkuchen Kanonier. Das wird immer eindeutiger, dass es wieder reinkommt. Oh, Sergeant Winter. Oh, sieht gar nicht so schlecht aus. Und Knallrot, ja, ganz okay. Gefällt mir jetzt aber nicht so doll. 100 V-Bucks wieder. Dann der Eispuck. Das ist auch ein Spielzeug jetzt wieder, was dazugekommen ist. Und hä? LOL! Ist gerade despawned. Richtig cool. Langweilig. Oberknacker. Leute. Ich vermute mal, alle Weihnachtsskins kommen wieder in den Shop. Also. Royaler Lift. Auch richtig cooler Hängekleider. Gefällt mir auch sehr gut. Ist kostenlos und trotzdem finde ich ihn ganz cool. Dann den Schwimmer. Ja, allgemein so die Tänze gefallen mir jetzt nicht, denn hier Adventsagitator wieder eindeutig. Dann hier wieder 200 V-Bucks, dann Remus, der Hund, richtig cool. So ein, sieht aus so wie so ein Wolf, aber ist ein Hund. Richtig cool, passt sehr gut zum Wolfskin halt der Season 6. Und ich habe das Gefühl, dass Season 6 erst gestern rausgekommen ist und dass es heute schon wieder vorbei ist. Keine Ahnung, ich kann mich immer noch so gut dran erinnern. Dann hier ein langweiliges Spray-Motiv. Und das, ich freue mich, wenn ich das freischalte. Das packe ich sowas von auf die dunkle Farbbomberin drauf. Oh mein Gott. Und diese Spitzhacke. Da ist einfach ein Pinguin drin. Richtig nice Spitzhacke. Dann Kleidör. Crazy Crew wurde leider entfernt jetzt in der neuen Season. Und richtig cooler Kleider. Dürrburger, ich habe endlich ein Kleider für dich. Federverteidiger. Ach, das ist der Ladebildschirm von den einen. Ich bin gerade selber so ein bisschen überrascht, weil ich mir das noch gar nicht alles. Ich habe nur ganz kurz immer durchgeswiped halt und habe gar nicht weiter drauf geguckt. Und wir sind ja erst auf der sechsten Seite und oh Gott, wir haben noch die ganze Seite. Oh Gott. Dürrburger, wieder eine Lackierung. Passt auch zu den Skin, der nachher reinkommt. Ich dachte erst, da kommt in den Shop, aber ihr werdet gleich sehen. Der Motte. Season EP. Fäustlinge. Dann haben wir Mick Drop. Auch richtig cool finde ich den. Dann Pulverschnee. Pulverschnee, das sieht ja cool aus. Also richtig cooler Skin auch. Dann Bullauge. Ja, die Sprays gefallen, also interessieren mich jetzt nicht so. Dann hier Lux. 100 V-Bucks wieder. Hamires, keine Ahnung. In Rosa. Ich weiß nicht, was ich von dem Tier. Richtig nice, wirklich gefällt mir sehr gut. Erstaunt. Oh, Kuschelhula. Oh, sieht auch cool aus. Im kostenlosen Battle Pass. Aha. Im kostenlosen Battle Pass Musik. Mhm.
Oh, aber. Gefällt mir auch richtig cool. Eiswürfel. Hier ist ein Pinguin drin. Ich weiß nicht, vorhin war da ein Pinguin drin gewesen, aber ich glaube hier, also hier ist Pinguin drin und ich sag nichts dazu. Die Season geht 83 Tage, sehe ich gerade erst um. Das ist glaube die längste Season bis jetzt. Dann der Mülleimer, Freunde EP Boost. Oh, auch cool. Muss los. Muss los. Was ist das bitte? Das sieht ja mal voll heftig aus. Boah. Richtig nice. Entweder hier 100 V-Bucks und... Boah. Leute, ich muss Battle Pass leveln. Ich muss Battle Pass leveln. Holy moly, holy moly, holy moly. Richtig nice, gefällt mir auch richtig, richtig gut. Holy moly. Schmelzender Schneemann. Oh, okay. Ja, okay. Finde ich auch ganz okay. Gefällt mir auch ganz gut. Achso, erstmal hier weiter gucken. EP Boost, wieder Rettungskräfte hier. Dann hier Season EP. Dann Remus in den kann ich hinten bei der Gultuberin bei der Schädelrangerin draufpacken. Oh, das sieht ja richtig nice aus. Dann Pinguin, auch ganz cool. 100 V-Bucks wieder. Bananenspray-Motiv. Ja. Ich weiß nicht, was für diesen Skin halten soll. Das sieht so lustig aus, wirklich. Der gefällt mir auch richtig gut und ja, richtig nice. Trox Malarin, okay. Oh, hier wieder ein Kohlefaser. Oh, das sieht schön aus. Das sieht richtig gut aus. Gefällt mir auch. 100 V-Bucks. Dann hier. Nein, haben sie nicht gemacht. Als ob das gerade im Battle, also das gerade den Trailer abgespielt hat, wo ich da drauf gegangen bin. Ach, wenn ich auf L drauf drücke, mache ich Cutscene wiederholen. Wusste ich nicht. Okay. Dann hier auch noch ein Banner-Symbol. Finsterlame. Oh, okay. Nein. Das sieht ja mal richtig cool aus. Der Pinguin da drauf auch richtig nice gemacht. Dann geködert. Hier 100 D-Bucks. Hamiris in Braun. Dann hier ein Wirbel. Oh, auf diesen Skin. Oh, Bruder. Ich muss leveln. Der Bürger. Und jetzt kommt ein Skin. Der erste in den Gamefights war, der sollte ein Shop-Skin werden und jetzt haben sie ihn in den Battle Pass mit reingeknallt. Greasy Crew wurde ja entfernt und ich erinnere mich gerne jetzt wieder hier dran an diesen schönen Skin. Also richtig cooler Skin, muss ich mir auf jeden Fall auch freileveln, gefällt mir auch richtig gut. Kommen wir zur vorletzten Seite und zwar haben wir hier noch ein bisschen EP Boost, Pixel, Ramirez. Schädeleinheit, okay. Dann 100 V-Bucks. Gefällt mir auch ganz cool. Oh, was ist das für ein cooler... Oh, der gibt ja mal voll. Oh mein Gott, ich muss unbedingt Stufe 92 werden. Oh, das ist ja mal mega. Richtig gut, richtig cool. Ramos in Eis. Leute, ich traue mich gar nicht auf die letzte Seite des Battle Pass zu schauen. Ich weiß zwar, wie der Level 100 Skin aussieht, aber ich will ihn mir nicht wieder angucken. Der sieht so nice aus. Die Taste F.
freier Flow. Ja, die Tänze gefallen mir jetzt in diesem Battle Pass nicht so doll. Aber die Skins, die sind Hammer, Hammer. Und die ganzen Musik. Und gefällt mir richtig gut. Dann ja wieder EP Boost. 100 V-Bucks, 1000 V-Bucks, wäre schön. Dass die Depot. Oh. Dass die. So sahst du damals mal aus. Dann hier der Lux als Spray-Motiv. Und jetzt kommen wir zum Level 100 Skin. Zum geilsten Skin aus der Season 7. Der Eiskönig. So, Leute. Ich musste kurz meine Kopfhörer absetzen. Was ist das bitte für ein Skin? Ich kann nicht mehr. Was ist das für ein Skin? Der ist so... Oh, das sieht ja mal Hammer aus. Ey, Leute. Wer diesen Battle Pass sich nicht kauft, ist selber dran schuld. Den Battle Pass muss ich unbedingt durchleveln. Der Grind ist real. Diese Season wird richtig geschwitzt. Drei legendäre Skins. Ich glaube, sie haben vier auflevelbare Skins. Hatten wir mit drei. Und dann kommt noch, genau, dann kommt noch der eine dazu. Und wir haben einen Schneefall-Skin. Okay. Schneefall-Skin. Schließe 60 wöchentliche Herausforderungen ab. Hä? Diese alle 11 heraus. Oh. Hä? Okay. Verstehe ich gerade irgendwie nicht. Ohne alle 11 Herausforderungen abschließen, um den Skin zu bekommen. Ah nee, um das Dings zu bekommen. Und 60 wöchentliche Herausforderungen machen, um den geheimen Stern zu bekommen. Den geheimen Skin zu bekommen. Ah! Okay, und das Banner-Symbol muss man halt, da muss man halt die ganzen 11 Herausforderungen abschließen. Richtig cool. Haben sie dieses Jahr richtig oder dieses Mal richtig gut gemacht und hier auch, man kriegt halt jetzt immer diese Banner-Symbole für die Sachen, dass man die abgeschlossen hat. Und hier auch nochmal die ganzen anderen Sachen und die Spitzhacken kann man auch verändern von den Farben. Das ist mega krass, wirklich. Und ich muss unbedingt mir 10.000 EP freispielen, heute noch. Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Im Allgemeinen muss ich ganz ehrlich sagen, die Season 7 gefällt mir richtig gut. Heute werden noch Videos folgen, eventuell morgen ein Stream. Eventuell leveln wir morgen bis zum geht nicht mehr. Und ich muss diesen Skin weiterleveln. Ich muss diesen Skin, den ich gerade habe, weiterleveln. Und diese Skin-Kombination. Ach, hier nochmal der Spind. Die Skin-Kombination mit den Wappenumhang finde ich auch richtig cool. Und der Permafrost-Spitzhacke, Kaltfront-Kleider. Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt eure Meinung unten in die Kommentare rein. Ich weiß noch nicht, wann ich das Video hochlade, weil ich muss jetzt leveln. Der Grind ist real. Ich muss jetzt einfach leveln. Haut da rein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich muss leveln. Ciao.